Hey, willkommen zurück zu genau dem letzten Punkt, wo ich die letzte Folge gestartet habe. Hi und willkommen zurück zu Craft Attack 5. Oh Mann, Leute, ich muss immer eine kurze Pause machen, wenn ich an Craft Attack denke, weil ich nie genau weiß, in welcher Nummer wir eigentlich sind. Das wird auch langsam echt ein bisschen verwirrend. So, was haben wir denn hier? Kohle. Kohle ist cool. Aber coole Kohle, schubdidu. Darum muss ich gerade nachdenken, deswegen Kohle ist cool. Warte, was? Kohle ist cool? Ich wusste es. So, ich gehe mal da hoch und hör auf zu reden. Das, irgendwie sollte ich echt mal so einfach eine Folge aufnehmen, in der ich dann einfach aufhöre zu reden. Also ich sag dann einfach, ich sollte aufhören zu reden und mach's dann auch einfach. Und dann ist die ganze Folge einfach nur Stummfilm. Und da kommt auch Stummfilmmusik, so, das wäre der Wahnsinn. Oh Mann, lasst mal ein Like da, wenn ich das machen soll. Das wäre bestimmt mega funny, vor allem, weil ich den Witz jetzt schon erklärt habe. Generell, lass doch jetzt, in diesem Moment, wenn ich einen Zombie hier töte, ein Like da. Achtung, Achtung, warte drauf. Jetzt! Oh, habt ihr es rechtzeitig geschafft? Wenn ich es rechtzeitig geschafft habe, dann lasst doch mal einen Kommentar da, in dem ihr sagt, ob ich es rechtzeitig geschafft habe, ein Video zu liken. Mensch, würde mich das interessieren. Oh mein Gott, das interessiert auch ganz bestimmt alle anderen, die dieses Video schauen. Deswegen macht es einfach. Warum denn nicht? Es kostet euch ja nichts. Lol. Ich höre auf. Ist okay. Oh Mann. Ich finde, Craft Attack ist generell so ein Quality-Content. Dann kann man den auch mal so richtig schön melken. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man schon sowas Kreatives und Außergewöhnliches auf YouTube bringt, so wie ich gerade, dann muss man auch irgendwie dafür sorgen, man muss ja auch irgendwie sehen, wo man bleibt. Weißt du, ich habe mir jetzt so eine Marke hier geschaffen mit dem Namen Craft Attack. Hat vorher sonst noch nie jemand gemacht. Macht auch keiner außer mir. Und dann denke ich mir so, hey, da will ich natürlich auch... Oh, guck mal, Skate schlagen. Aua, fuck! Au, 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 au. Okay, Skate schlagen ist eine dumme Idee. Nicht gut. Nicht gut. Ich hau mal lieber ab. Gar nicht gut, Leute. So, Tür ist verschlossen. GG. Gut, Skate haben wir gehauen. Damit haben wir das Achievement von dieser Folge eigentlich schon erreicht. Wie würde sagen, wir sind beim nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Punch Skate Together. Noah hat mich schon wieder falsch geschrieben. Warum etabliert das immer, dass man mich falsch schreibt? Das triggert mich mega. Mich regt wirklich nichts auf in meinem ganzen Leben. Außer wenn mich Leute falsch schreiben. Warum? Schreibt doch... Schreibt doch mal unten in die Kommentare hinein. In die Kommentare... hinein, wie ihr mich am besten falsch schreiben würdet, um mich zu triggern, würde mich mega interessieren. Hallo. Hallo, der Herr. What up? Er macht mir ein bisschen Angst in seinem Aufzug, muss ich sagen. Was hat er vor? Was hat dieser Kerl vor? Was wird das? Warum? Okay. Okay. So, Leute, das sollte euch eine Moral. Dieses Video hat natürlich wieder einen Bildungsauftrag. Ganz klar, wie jede Folge bei mir, wenn ihr genau darauf achtet. Denn diese Szene, die ihr gerade gesehen habt, war natürlich inszeniert. Und die soll euch ganz klar sagen, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, Leute. Seht ihr, wie schrecklich ich mich gefühlt habe? Er hat mich gerade geschlagen. Das hätte ich nicht machen sollen mit ihm, dann hätte er es auch nicht mit mir gemacht. Seht ihr mal, Leute, so läuft das im Leben. Ich bin im richtigen Trollmodus schon wieder, Hammer. Also, falls ihr gerade grinst oder sonst irgendeine Art von Zucken im Gesicht haben solltet, beschreibt es doch in einem Kommentar unter dem Video und lasst ein Like da, wenn es zutrifft. Außerdem, lasst doch ein Like da, wenn ihr Sauerstoff zum Überleben braucht. Das würde mich voll interessieren. Da machen wir so eine Statistik draus mit Likes und Dislikes. Dafür sind die nämlich gedacht. Ja, ja. Wisst ihr, nee, pass auf, wir machen noch eine Umfrage. Ja, wir machen eine Umfrage rein. Brauchst du Sauerstoff zum Atmen? Hier oben rechts, jetzt auf das i klicken, abstimmen. Ich brauche den Traffic, Leute. Ich brauche ihn einfach. So, danke schön. Danke für gar nichts, Leute. Ach, weil wir haben erst
Das ist 4 Minuten 40, okay. Eigentlich würde ich jetzt sagen, wir müssen es auf 10 Minuten strecken, aber ich bin einfach zu faul, um die Midrolls einzustellen, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das funktioniert, weil ich mich mit dem Stuff nicht auseinandersetze, mit dem Advertisement-Shit. Weil ich, oh, habt ihr es gehört? Da war es ganz leise schon wieder. Da war dieser Subscriber-Sound. Hammer, da hat mich wieder jemand abonniert. Hab wohl jemand auf den Rat von der letzten Folge, hat er einfach gehört. Das ist ein schlauer Typ. Der hat nämlich einfach auf das gehört, was ich gesagt habe, ohne es zu hinterfragen. Schönen Dank dafür. Meine Güte. So, ich würde sagen, ich lasse einfach diesen Baum jetzt hier verrecken, weil ich habe keinen Respekt gegenüber diesem Baum, deswegen baue ich ihn einfach ab und benutze das Holz zu meinem Leben. Hammer. Ach Leute, wir bauen dafür 2 neue an. Das ist doch mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. So. Das macht es natürlich auch nicht besser, aber hey, wir sind hier in Minecraft, Leute, ja? In echt würde ich auch natürlich keinen Baum fällen. Nein, nein, und meine Beine, meine Möbel, die sind auch alle aus. Ja gut, dann irgendwann, keine Ahnung. Leute, ich bin jetzt neuerdings Frutaner. Ich esse nur Fallobst. Und wenn ich eine Fliege sehe, ja, egal was kommt, auch wenn ich sie nicht sehe, ich trete niemals oder ich komme niemals gegen eine Fliege. Fliegen sterben bei mir nie. Ja? Wenn ich in der Nähe bin, haben Fliegen quasi unendliches Leben. Ja? Egal was passiert. Die können auch nicht mal in Altersschwäche sterben. Unmöglich. Ist der Wahnsinn. Ich bin der Fliegenking. So. Ja, nur das mal. Und genauso mit jedem anderen Tier, was Gott geschaffen hat natürlich. Mit seiner Play-Doh-Knete. Ja. Die hätte ich übrigens auch gern. Die scheint richtig krass zu sein, die Knete. Ja, genau. Jedes Leben ist gleich geschafft. Was laber ich hier eigentlich, Alter? Ich bin im absoluten Gag-Modus. Wenn ihr auch findet, dass Tiere gleichberechtigt sind mit Menschen, lasst doch ein Like da. Außer Insekten. Insekten, da ist mir der Like eigentlich egal, ob die liken oder nicht. Die mag ich auch so. Das wollte ich sagen damit natürlich. So, euch mag ich natürlich nicht, wenn ihr nicht liked. Deswegen, ich würde es einfach schnell ändern. Warum, wenn ich Shift und Linksklick mache, warum stackt es nicht dahin? Da ist doch schon ein Stack Items. Mann, Minecraft, wir sind mittlerweile in Version 1.12. Gettet doch mal euren Shit together. Wisst ihr, wenn ich bei Minecraft mitprogrammieren würde, ne? Mir würde sowas auffallen, das wäre das Erste, was ich fixen würde. Das Erste! Warum werden Items nicht rübergestackt? Meine Güte. Ich glaube, die müssen mich echt langsam mal anheuern da, ey. Ich habe so viele coole Ideen für dieses Spiel. Beziehungsweise so viele Fixes, die ich machen würde. Sobald ich weiß, wie man Java richtig schreibt. Ich meine, ich weiß, wie man Java schreibt, aber ich meine, das sind 4 Buchstaben. Ich meine, wer weiß nicht, wie man Java schreibt. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, ich kann Java zwar sprechen, aber ich kann zwar lesen, aber ich kann es nicht wirklich schreiben. Sprechen kann ich es auch ein bisschen. Da sage ich immer so, ich erzähle meinen Leuten Witze in Java. Erzähle ich immer so, haha, if, else, x, plus, minus, kleiner Gleichzeichen. Semikolon. Und dann, alle hören auch immer richtig gespannt zu, bis ich Semikolon sage. Dann wissen sie schon so, okay, gut, kann ich jetzt abhaken. Ist richtig krass immer. Ist der Wahnsinn. Ja, Java war schon eine richtig coole Sprache dafür. So. Sind wir jetzt endlich mal bei den 10 Minuten. Ich kann nicht mehr. Das ist mir zu langsam echt zu blöd. Eigentlich müsste ich noch so richtig funny Musik drunter legen. Dann wäre es ein bisschen witziger so. Wisst ihr, was ich meine? Aber nicht mal dafür habe ich Zeit. Das ist der absolute Wahnsinn, Leute. Meine Güte, ich bin einfach der schlechteste YouTuber in diesem gesamten Projekt. Guck mal, ich habe gerade mal eine Eisenrüstung. Und der Typ da, der Kerl da hinten in seinem scheiß Berg, der kommt mir mit einer Tierrüstung entgegen und guckt mich böse an. Wisst ihr nur, weil ich mal geboxt habe mit meinem Schwert? Mann, ich fühle mich hier schon wieder richtig kacke. Oh, jetzt wurde ich demonetarisiert gerade. Oh Mann. Ja, so schnell geht's. Hallo. Das gibt's doch. Überall sind die. Alter, was? Okay, wisst ihr, was wir nächste Folge machen? Craften uns einfach 2 Stacks Fackeln und rennen überall rum und leuchten alles aus. Langsam ist es echt zu viel. Haben die sich gerade gegenseitig umgebracht und es ist einfach hochgegangen? Was geht da ab? Da ist einfach ein Zombie-Villager entstanden. Was passiert da draußen? Das ist der absolute. Hey, sag mal! Junge, auf welcher Schwierigkeitsstufe spielen wir hier eigentlich? 25? Was geht denn ab? Okay, ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge, Leute. Das war ja schon wieder der absolute Wahnsinn. Falls ihr das auch so krass fandet, lasst doch einfach einen Like da. Bis dann, ciao.